Brückenbahn 1990 und heute bin ich mit 48 Uhr nach Wissen gefahren und siehe da, der Bus hatte einen Fahrkartenautomaten und zwar ganz vorne und genau dort würde ich mit dem KVB-Automaten gehen und von der Hessen von DCA und die kommen hier aus Dortmund und da habe ich das hier probiert gesehen, und dann wollte ich einen Bus in die Kaufmeisterin testen. Also ich habe das günstigste Ticket hier in Dortmund. Aber ich konnte es einfach nicht finden, weil ich einfach auf Einzelkarte drückt, als 2,90 € und dann mit den anderen mir eigentlich angeboten. Aber ich bin tatsächlich angeboten, mehr die alle wirklichen Verbindungskarten. Und natürlich auch Tagestickets und so weiter. Das ist ein bisschen, das ist schon Monatsticket. Aber da das zum Vorverkauf ist, ist das auch so gut. Ich habe also vorgesehen, dass das Ticket, so dass man muss natürlich keine Monate kaufen kann. Das ist so, den VR, das ist eigentlich auch so vorgesehen. Ich bin so getestet voll. Das ist eine sehr gute Idee von der D22. Aber ich frage mich, warum scheinen trotzdem alle vorne ein? Warum? Wo ist der Ticket für den Fahrer vor? Denn der Fahrer kann ja so keine Tickets mehr verkaufen. Man kann einfach nur noch so durchwinken. Aber ich bin an der zweiten Tür eingestiegen. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr mit. Okay.